sehr bemühen, dass es uns gut geht. Und jetzt vielleicht die Möglichkeit des Konters über Kagawa. Pass auf die linke Seite, Dembele bringt den Ball in die Mitte und da muss sich Zimmermann lang machen, um an den Ball zu kommen, das in der 21. Minute. Sollte das eine Flanke werden oder ein Schuss? Ist ja auch beide. Er wusste es auch nicht so ganz genau und Zimmermann wusste auch nicht so genau, was auf ihn zukommt. Keiner wusste, was los ist. Kurz gespielte Ecke, Kagawa Dembele. Hinten auf Merino oder drauf schießt. Er schießt aufs Tor. Oh, schöner Freistoß und es gibt Ecke für unseren BVB in der 30. Spielminute. Von der linken Seite wird der Ball jetzt gleich vor den Kasten. Höre ich gerade. Ich weiß es wirklich nicht. Entschuldigt. Jetzt gibt es Elfmeter. Da ist Sebastian Rode gefoult worden. Schiedsrichter hat sofort gepfiffen. Matthias Zerber schreibt, Nobby, schau gerade den Livestream. Was klackert in der Leitung? Stört ein wenig. Ich kann es nicht sagen, Matthias. Wir kümmern uns drum. Zunächst aber jetzt Gonzalo Castro mit diesem Elfmeter für Borussia Dortmund in der 34. Minute. Und der Torwart macht dann seinen Fehler wieder weg. Jan Zimmermann pariert. Oder? Nobby nimmt gerade mal Kontakt mit der Technik auf. Damit nach vorne. Och, Papa. Im Duell. Und das 1:0 für die 60er. Haben wir es jetzt. Die 33 war der Torschütze. Livenajčiček. Ja. Stellt den Spielverlauf ein bisschen auf den Kopf. Das stimmt. Dann schauen wir uns die Wiederholung nochmal an. 7:30 Spiel. Ah, setzt sich durch, hat dann noch die Ruhe, den Ball in die lange Ecke zu spielen. Und somit steht es. Wie viele Minute war es? Castro. Scuderi oder die Vereinsfarben von 1860 München. Oh, jetzt aufpassen, über die rechte Seite kommen die 60er, passen in die Mitte, links ist Platz, jetzt kommt der Junge, Victor Andrade, aber der Ball geht ans Außennetz. Nochmal drei Auswechslungen, 37, 26, 25 kommt, 37, ja. Bitte. Langer Ball auf die rechte Seite auf Felix Passlack. Ihm verspringt der Ball zwar ein bisschen. Jetzt kommt der Pass. Rechts kommt in die Mitte und da war fast der Ausgleichstreffer durch Orel Mangala. Aktion, die in der zweiten Halbzeit ja am Ende noch den Sieg gegen St. Pauli geschafft hat. Felix Passlack. Schade. 85. Minute. Nobby setzt den Kopfhörer ab. Gute Fahrt zum Flughafen in